Hallo ihr lieben Thurberg Outdoor Workout Freaks. Heute habe ich was für euch. Und zwar folgendes. Daniel, mir ist natürlich schwierig, wenn ihr da oben auf dem Thurberg Platz eure Übung ausführt, euch alle zu korrigieren. Beim letzten Mal waren wir 92 Stück. Da wird es echt ein bisschen eng. Und das Wichtige ist natürlich auch bei den Übungen, die wir hier ausführen. Klar, Spaß muss auch wieder dabei sein, aber ein bisschen Ernst gehört auch dazu. Warum? Weil Übungen sollten natürlich so weit wie möglich gut ausgeführt werden. Warum? Solche Übungen können natürlich auch, wenn sie falsch ausgeführt werden, die Gelenke schädigen. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen für euch ganz einfach die einzelnen Übungen als kleine Tipps. Da könnt ihr bitte reinschauen, schaut an, wie sie gemacht werden. Und dann übt sie zu Hause und dann können wir sie oben im Thurbergplatz in aller Ruhe machen. Und wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass sie irgendwas verkehrt macht und dass ihr euch auf Dauer schädigen könntet. Genau, deswegen fangen wir an. Ihr wisst, wie war's. Mit der allseits beliebten Kniebeuge. So, es gibt eine schulterweite Kniebeuge, machen wir. Schulterweite heißt hier Schulterlinie, Schultermitte, Fußspitzenmitte. Fußspitzen 50 Grad nach außen gelagert, so ist es korrekt. Arme nehmen wir nach oben, gehen runter bis zur Waagerechte, da kann. Und gehen nach oben. Runter halten, unten kurz an, ohne Unterschwung, nach oben. Runter, unten kurz anhalten, ohne Unterschwung, nach oben. Von der Seite, Schulterweite erscheint. Arme nach oben, um die Arme nach oben. Die sorgen dafür, dass der Rücken hinten gerade bleibt, damit wir den Rücken nicht rund werden. Und jetzt runter bis zur Waagerechte, wenn es geht, dass der Po mit dabei ist. Wer kann, darf ein bisschen tiefer gehen, aber sollte achten darauf, nicht hier den Rücken rund zu machen, sondern maximal so weit runter, dass der Rücken gerade bleibt. Wichtig, die Fußflächen unten, nochmal nach vorne, die Fußflächen unten bleiben auf dem Boden, nicht die Fersen hochnehmen, nicht nach innen kippen, also ich mache es mal von vorne, nicht nach innen kippen mit den Knien, nicht nach außen, nicht die Fersen anheben, sondern der Fuß bleibt schön platt auf dem Boden, komplett Druck vom Fuß auf dem Boden, dass ihr euch komplett stabilisiert. Immer unter Belastung, ausatmen. Schulterweit, Sumo-Kniebeuge, breiter stehen, Sumo, Ringer stehen breit, Fußspitzen bis zu 45 Grad nach außen, Arme nach oben, langsam runter und kurz anhalten, vorsichtig, hier werden die Adduktoren sehr schön strapaziert, aber auch der Po bis zur Waagerechten, raus, runter, raus. Immer ohne Umkehrschwung und nach oben, konzentrische Phase, boom, langsam runter, boom, von der Seite, Sumo, breiter Stand, nach runter bis zur waagerechten Rücken gerade und boom, und nach oben ausatmen, boom. So, das war die Kniebeuge. Nochmal dran denken, Fußflächen unten komplett auf dem Boden fixieren. Nicht nach vorne, nicht nach innen, nicht nach außen, nicht die Fußspitzen anheben. Unter Belastung, wenn nach oben geht, ausatmen. Runter einatmen. Immer die exzentrische Phase runter, das langsamer, konzentrisch nach oben, boom, etwas schneller. Das war's, die Kniebeuge. Was? Oberschenkel, boom, sind hauptsächlich mit dabei. Und sonst natürlich auch die Übung, wo maximal viel Energie benötigt. Und somit eigentlich eine sehr wertvolle Übung. Das war's schon. Demnächst kommen die Ausfallschritte.